Die sechs Spuren der Willy-Brandt-Straße durchschneiden quasi die Hamburger Altstadt. Nach lauschiger Altstadt sieht es hier aber nicht wirklich aus. Runter von der Brücke und erstmal weg von der lauten Straße. Ein paar Meter weiter in einer Querstraße am Fleet, einem der kleinen Kanäle, die die Hamburger Altstadt durchziehen, wird's schon viel ruhiger. Man muss nur durch diese hohle Gasse gehen. Wenn man hier rauskommt, sieht schon sehr viel netter aus. Von der ursprünglichen Altstadt ist durch Brände und Kriege in den vergangenen Jahrhunderten nicht mehr viel übrig. Nur ein ganz kleines Stück altes Hamburg ist hier noch stehen geblieben. Kleine Läden und Lokale sind heute in den alten Kontorhäusern wie das Haus der Bretagne. Dass Napoleon mit seinen Truppen in Hamburg war, schon ein paar Jährchen her. Franzosen sind aber immer noch in der Stadt oder wieder in der Stadt. Mal schauen, ob ich hier echte Franzosen oder besser Bretonen finde. Ich treffe Bettina Clemes. Französisch klingt das aber nicht. Bettina Clemes, Sie kommen aus der Bretagne? Ich komme nicht aus der Bretagne. Ich bin leider hier aus dem Norden. Keine Französin hier. Nein, ich bin keine Französin. Französin hier. Doch, aber man trifft hier ganz viele Franzosen. Die Kollegen sind alle Franzosen. Ich bin hier die einzige Deutsche. Ihr Geschäftspartner sagt sie, der habe bretonisches Blut. Sein Vater stammt aus der Bretagne, aber er ist auch nur halb Bretone. Meine Mutter stammt aus Schleswig-Holstein und bin selber in Kiel noch geboren, bevor ich nach in die Bretagne gezogen bin. 7 war er da und in der Schule war es anfangs als Deutscher dort nicht immer einfach. Die Deutschen waren immer die Doofen, keine Frage. Aber bei meinem Namen Hervé Kérouredan war ich dann... Da hatten Sie einen Bonus auf jeden Fall. Das hat die Sache einfacher gemacht und ich war auch zäh. Und ich kannte das hier ja auch. Ich war hier in Deutschland, war ich immer der Franzose. Ach so. Und die Vorurteile gegen Franzosen gab es damals natürlich auch im kleinen Dorf in Schönberg. Wie haben die sich so geäußert? Über Kindern oder naja, Kindern untereinander? Und Franzmann, Franzlacke, solche lustigen Wörter. Schule in der Bretagne, Abi in Madrid, Jurastudium in Saarbrücken. Von Haus aus bin ich Jurist, ja. Okay, dann waren Sie also Jurist, in Saarbrücken studiert, dann wieder zurück in die Bretagne? Dann zurück in die Bretagne. Und haben als Rechtsanwalt? Nein, als weiter studiert, in Rennes weiter studiert und dann nochmal in der Sorbonne in Paris. Und dann habe ich das ganze Studium mal abgebrochen. Und bin Was haben Sie da studiert? Auch Jura. Dann hat sie keinen Bock mehr. So ungefähr. Und beziehungsweise gab es die Möglichkeit, nach Indonesien auf Bali auszuwandern. Was haben Sie da gemacht? Naja, die Sonne genossen und in der Tourismusbranche, im Immobilienbranche so ein bisschen gearbeitet, okay. Aber bin da nicht auf den grünen Zweig gekommen. Okay. Auf Bali war er übrigens gemeinsam mit Bettina, die er damals bei der Wohnungssuche kennenlernte. Nachdem wir doch einige Zeit auch in Asien unterwegs waren, war dann klar, was machen wir? Und irgendwann überlegt man sich, dass man vielleicht keine Lust hat, für jemanden zu arbeiten. Also in Asien waren Sie zusammen? Da waren wir zusammen, okay. Wir sind aber kein Paar. Jetzt sind sie nur noch Geschäftspartner und verkaufen Gestreiftes. Kult und modisches Markenzeichen in der Bretagne. Jeder Bretone hatte nach seinem Militärdienst, den er bei der Marine absolvierte, ein so ein Streifenshirt. Okay. Und daher haben die das dann auch, wurde das irgendwann in der Mode übernommen. In den Streifenshirts stecken hier aber auch tatsächlich echte Bretonen wie Stefan. Zum Laden gehört eine Creperie, in der es die herzhafte Variante des Crêpe aus Buchweizenmehl gibt, die Galette, eine bretonische Spezialität. Stefan ist Crepier, nur in Frankreich sei das auch ein Ausbildungsberuf. Wo hast du Stefan gefunden? Tatsächlich in der Bretagne. Anzeige in der bretonischen Regionalzeitung. Ich war mal in der Sommersaison und dann habe das in Zeitungen gelesen. Dann eine Frage antworten und dann 15 Tage dann später, ich war hier. Und, das dauert ein bisschen, seit 14 Jahren jetzt. 14 Jahre, okay. Obwohl Stefan aus der Bretagne kommt, spricht er nur wenig bretonisch. Meine Großmutter hat auch kein Bretonisch geredet zu Hause, weil das war schon zu lang verboten. Das war verboten? Ja. Doch die Zeiten sind vorbei. Die Sprache wird heute wieder gepflegt. Aber auch hier im Laden ist die Amtssprache Französisch. Denn nicht überall in der Bretagne wird bretonisch gesprochen, erzählt mir David. Ich komme von Ostbretagne und da spricht man fast kein Bretonisch. Stehen Sie denn bretonisch? Überhaupt nicht. Ja? Gar nicht? Gar nicht, nee. Also nur mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, also wenn ich jetzt Bonjour mon ami sage, was würde das auf... Demat heißt Willkommen oder Guten Tag. Demat. Oder Demat. Dankeschön auf Französisch, merci, auf Bretonisch, Trugare. Ein Restaurant hatte damals auch Hervés bretonischer Papa in Hamburg, obwohl der eigentlich Philosophieprofessor war. Er hatte damals das erste französische Restaurant aufgemacht, parallel zu dem Unterricht an der Uni.
Dann hat er eine elsässer Stube, ein Imbiss mit elsässischer als Philosophieprofessor in die Gastronomie gegangen. Ist ja auch ungewöhnlich. Kurz, also das bevor, ist dein Vater? Das ist mein Vater, meine Mutter ganz rechts. Und das ist deine Ex-Frau, die wir vorhin kennengelernt haben. Genau. RW zeigt mir ein Bild von der Hochzeit seiner bretonischen Großeltern. Seine Großmutter Georgette hätte es damals fast verhindert, dass sein Vater und seine Mutter heiraten. Ich bin aus dritter Ehe. Und das war natürlich für meine katholische Großmutter doch ein Dorn im Auge. Sie reiste sogar nach Hamburg, um RWs Mutter zu sagen, dass ihr Sohn sich nicht binden könne. Doch die deutsch-französische Verbindung kam zustande, hielt 40 Jahre. Und RW, links im Bild, und sein Bruder Yannick wurden die Lieblinge von Großmutter Georgette. Mit einer Flasche Cidre kommt Bettina noch um die Ecke. Unbedingt soll ich das Nationalgetränk der Bretonen probieren, den Champagner der Felder. Er ist aus Äpfeln gemacht, von Bäumen, die auf Kuhweiden stehen, und man trinkt ihn aus Tassen. Ich habe als Kind, als achtjähriges Kind, habe ich Cidre bei den Freunden zu trinken bekommen. Echt? Oder das ist Alkohol. Alkohol, also, oder? Da sind 4,5 bis 5 Promille drin. Also, wann hattest du deinen ersten Rausch? Mit 8 dann? Mit 8,5 wahrscheinlich, ne? Jetzt ernsthaft? Nein. Also da hat Mama dann schon aufgepasst, oder? Mama hat es gar nicht mitbekommen. Ich habe tatsächlich auch Freunde gehabt, die in jungen Jahren schon Alkoholiker waren. RW trinkt den Cidre heute gerne, auch in seinem Häuschen in der Bretagne. Sein Vater ist verstorben, aber regelmäßig besucht er seine Mutter, die dort geblieben ist. Zusammen mit Lebensgefährtin Inke. Ach ja, und Esel Marius, der neuerdings auch zur Familie gehört. Auf Bretonisch sagt man wie tschüss? Kennerwo. Kennerwo, das heißt? Das heißt tschüss. Und man sagt zum Antworten abgeschaltet, bis bald. Bis bald. Also Sie würden sagen Kennerwo und wir würden rufen abgeschaltet. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal Kennerwo. Abishal noch an Sie. Ja, wir sagen jetzt auch Kennerwo. Vielen Dank, Steffen. Das war's nämlich von uns von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de oder jetzt gleich im Anschluss im ZDF-Mittagsmagazin mit Christina von Ungern-Sternberg. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis morgen. Ich zähle auf Sie.